Was mir jetzt erst eigentlich auffällt, sag mal, bleib doch mal auf dem Waffenrad drauf. Diese Attentatsserie, die wir hier machen können nach einem gelungenen Konter, die ist schon sehr OP, weil du dann in einem One-Hit alle hier ausschaltest. Ja, ja. Ja, Brotherhood war schon ein geiles Game. Mhm. Weißt du eigentlich, wie sie das Kampfsystem von Assassin's Creed eigentlich noch perfektionieren könnten? Sie würden es an Arkham anpassen, weil das ist halt echt ein ziemlich geiles Kampfsystem. So mit Kontern und allem. Ich meine, bei Mordor Schatten war das ja auch cool umgesetzt. Ja, ich weiß nicht, diese Mordor-Spiele, mit denen bin ich auch nicht warm geworden. Ich weiß nicht. Ich kann nicht mal sagen, warum. Ich fand das Nemesis-System genial. Also da hast du auch gemerkt, dass da Herzblut reinging. Sie konnten halt nur nicht so viel mehr von der Lore nehmen, weil The Tolkien Estate ja so ein bisschen mit dem Copyright versnoppt war. Haltet ihr das für Heldentaten? Ja. Herumzurennen und willkürlich zu morden? Und das von einer Borgia. Mit dem Morden. Ja, aber wirklich. Jetzt geht das schon wieder los. Naja. Die Frauen durften nicht heiraten. Und ey, ja. Ey. Okay. Ja, er hat Vodafone eben wieder zugeschlagen. Ja. Ja. Das ist eigentlich auch so ein Spiel, das meine Mutter sogar mal ausprobieren wollte, Kingdom Hearts. Ich habe selbst, ich muss ja Asche auch begeben, ich habe ja selbst noch keinen KH-Teil gespielt. Weil wir eigentlich große Disney-Fans sind und sie hat auch eine Winnie-Pooh-Sammlung. Also. Ja, also ich kann dir schon mal sagen, wenn du dich mal Kingdom Hearts irgendwann hingibst, bereite dich auf viele Mindfucks vor und so Momente, wo du hinterfragst, was die Entwickler geraucht haben. Ach, das ein oder andere Plothole, was teilweise erst sehr spät in der Reihe gefixt wird und so weiter. Hey, ich hab alle Metal Gear Solid Teile gespielt. Ich bin solche Mindfucks gewohnt. Boah, das ist aber hast du das Gerücht schon gehört, dass ein MGS5 Remake für die PS5 exklusiv kommen soll? Ja, habe ich gehört, aber wage ich zu bezweifeln, was sie machen, weil die ja im Streit mit dem auseinandergegangen sind, mit Kojima. Und dann müssten sie ihm ja auch noch Tantiemen zahlen, weil er hat ja noch einen Anspruch auf alles, was über MGS5 eingenommen wird. Hm. Ja, aber wenn sie MGS jetzt, ich weiß nicht, vielleicht einigen sie sich oder machen einen Reboot draus oder so. Oh, weil, bloß nicht. Ohne Hideo Kojima ein Reboot. Ich sag nur Metal Gear Survive. Das ist ja... Oh, halt bloß die Fresse, Alter. Das Spiel macht mich so aggressiv. Seit ich von dem Spiel weiß, dachte ich mir so, okay, ich werde nie wieder über Metal Gear Rising lästern. Hey, Metal Gear Rising fand ich ja cool eigentlich. Das war ein lustiger Spin-off. Sag mal, ich hab grad voll Orientierung verloren. Ich bin jetzt schon in alle Winkel gelaufen und komme immer noch nicht bei Katharina Sforza an. Leute, mal unter uns. Der Curb, der macht das mit Absicht, weil er darauf wartet, dass ich noch ein paar Klopper raushaue. Eigentlich nicht. Weil eigentlich wollte ich anfangen zu kochen. Ich bin ja auch bei uns auch oft am Kochen und weil ich ja auch auf die Ernährung meiner Mutter achten muss, weil sie ja... Du weißt ja auch, was für ein Krankheitsbild hat. Das mag ich jetzt auch lebendig nicht öffentlich sagen. Und das sind auch so Sachen, die eigentlich YouTube nichts angeht. Und deswegen achte ich halt auch auf die genauen Uhrzeiten mit Nahrungseinnahmen. Dann hatte ich es ja einmal, als wir gestreamt hatten, um 9 immer so gemacht, dass wir dann bis dahin auch alles gegessen hatten und so weiter. Dass das auch alles erledigt war. Ich weiß gar nicht, wie ist denn bei dir der Status? Thank you.
hat sie ja 50% auch bekommen. Also du merkst, ich rede jetzt gerade auch ein paar persönliche Sachen, die werde ich natürlich alle rausschneiden. Ja. Ja, ich bin also momentan sowieso nur hier am Rumlaufen und habe keinen Plan, wo ich lang muss. Na gut, dann hau ich jetzt noch mal einen raus, der so ein bisschen zur Erheiterung beitragen soll. Ah, nein, dieser Kerl. Okay, mach. Alter! Pass auf, ich habe den vor vielen Jahren mal einer Blondine erzählt. Die hat die nicht verstanden. Ja, nee, wirklich nicht. Also sie war wie so eine Klischee-Blondine. Ne, also die, ich weiß nicht, die fing irgendwann mal an, die wohnte in der Nachbarschaft, wir kannten die vorher nicht, die fing irgendwann mal an, sich immer in unserer Nähe aufzuhalten, weil die stand auf einem Kumpel von mir. Der hieß übrigens auch Kai, jetzt nicht der Kai. Aber sie hat ihn halt immer Pflaume genannt, weil Kai Pflaume halt, ne? Oh. Naja. Ja, das war dieses Typische, was sich neckt, das liebt sich, ne? Ja, ich hab die beiden dann sogar irgendwann zusammengebracht. Weil irgendwie, auf einmal, weil ich mich, du weißt ja, dieses Typische, Mann und Frau befreundet, das geht nicht. Wenn ein Mann mit einer Frau befreundet ist, dann will er immer was von ihr und so, dieses Klischee, ne? Ja. Und da habe ich irgendwann, es ging mir so auf den Sack, weil sie alle gesagt haben, ich will was von der Ollen. Da habe ich sie und den Pflaume hier zusammengebracht. Nee, aber irgendwann habe ich dann so, wo wir da so zusammensaßen da mit ein paar Leuten, habe ich dann so rausgehauen. Sie so, hä? Ja, und weiter? Ja, nix und weiter. Oh Mann. Ja, das war ihr Ernst. Oh nein. Sag mal, guck mal, ich bin jetzt nochmal jeden Weg hier abgelaufen. Laut der Karte ist das Fadenkreuz ja eigentlich geradeaus. So, es ist leicht verblasst, heißt falsche Höhe. So, da war ich eben, da war nix. Wenn die sich nicht dauernd befreien würde, wäre es ja viel einfacher, ne? Könnte ich mal mich sammeln und hier genauer konzentrieren. Aber ich check gerade echt nicht, wo ich lang muss. Ich wollte wenigstens diese Mission noch abschließen. Aber so ziehen wir es noch mal in die Länge, dann wird halt noch ein Video draus. Also ich mache es das meistens so, wenn ich irgendwie zu lange für irgendwas brauche, ja, dann mache ich das in Adobe Premiere auf, ja, weiß ja. Nicht, ich Mehrfachgeschwindigkeit und dann lege ich dieses lustige Liedchen drüber, das komischerweise dein Zensur-Theme ist, was ich irgendwann erst später gemerkt habe. Ja. Ich habe das aber auch, das war aber auch eigentlich per Zufall, weil ich habe das eigentlich eingebaut, weil sich mal jemand beschwert hatte. Das war, glaube ich, als Rick bei Batman Arkham Knight dabei war. Da haben wir auch mal so eine böse Lester-Session gehabt. Und dann war das nur so, weißt du, dieser ganz hohe, schrille Ton. Ja, ja. Und dann hat einer ja, gemeint, oh, meine Ohren. Ist das ärgerlich ja, dann, ne? Kannst du nicht vielleicht was anderes finden? Und dann habe ich es immer so gemacht, okay, immer wenn eine Zensur kommt, kommt immer ein Piep, ganz kurz, und dann diese Theme. Schlägt Vodafone gerade wieder zu oder bist du einfach nur ruhig? Ich bin gerade nur ruhig, weil ich ein bisschen gerade am Verzweifeln bin, wo ich hin muss. Ich habe ja gedacht, ich muss eigentlich durch diesen Hof hier, aber da war es auch falsch. Aber ich bin jetzt einmal jeden Gang gegangen. Oh, jeden Gang gegangen. Ladies and Gentlemen, Deutschlehrer und angehender Autor. Ja, mein Gott, jetzt kommen Grammar-Nazis. Nein, nix Grammar-Nazis, ne? Aber ich mache mich immer gern ein bisschen über mich selbst lustig, wenn ich nicht sehr einfallsreich formulieren kann. Ja, das ist mein eigener Anspruch. Wir sind ja hier nicht in der Schule, wir machen hier unser Hobby just for fun. Ja. Nee, es hat sich noch nie jemand beschwert. Ich mache mich immer selbst über mich lustig, deswegen. Ja. Ja, wie gesagt, also ich finde halt, ja, ich sag mal, solange man ernst ist und alles richtig macht, wenn es drauf ankommt, finde ich das jetzt nicht schlimm, wenn man hier jetzt, ne, ja. Hier und da mal was falsch ausspricht. Boah, schlimmer wäre es in einem Elterngespräch, da falsch auszusprechen oder falsch. Ah, ja. Ach, Stichwort Eltern, nee, das frage ich dich lieber nach der Aufnahme. Thank you.
Aber hier noch ein Weg. Ah, hier bin ich gar nicht hingegangen. Ich habe nur diese Wand gesehen. Oh, Facepalm. Ich habe nur diese Wand gesehen und dachte, das ist eine Sackgasse. Ich mal weiter damit. Er hat Sack gesagt. Beavis und Butthead Humor ist das hier. Ja. Hey, have you guys understood anything I just said? Yeah, you said pussy. Ey, ich werde Beavis und Butthead könntest du auch nicht mehr bringen heutzutage bei den Social Justice Leuten. Die haben ja mal eine Neuauflage versucht. Alter! Salute, Lucrezia. Ich habe euch vermisst. Vaya farti fottere, Troia. Ist mir ein Vergnügen. Bring sie her, ich nehme den Schlüssel. Wow, stilvoll. Wache, wache! Ich habe genug gehört! Die soll froh sein, dass sie am Leben bleibt. Ich wollte gerade sagen, zwei Nutten unter sich. Ich schätze, wir gehen vorne los. Ach so, ich muss Katharina noch rausbringen, nicht in der Kasse. Ich schätze, wir gehen vorne raus. Ich dachte, er wollte vorne bei ihr rein. Also wieder mal. Wie war das? Ja, nicht in der Kasse, mir ist egal. Wie war das? Doesn't matter if it's a guy or a girl, a hole is a hole, ne? What the fuck? Ah, den Satz nehme ich immer gerne, um in irgendwelchen Online-Lobbys zu trollen. Wenn da einer anfängt rumzusimpen und einen jemand anbaggert. Ich bin ja, guck mal, auch so ein Idiot. Auch in Among Us neulich schrieb der eine auch so, Sushi, I love you. Und dann so, why? We just met. Und dann hat er gesagt, yeah, because I love Chinese women. Ich so, what the fuck? Moment, why? Und dann war wieder Vodafone. Dann habe ich nur gesagt, why? Und er sagte, yeah, because I love Chinese women. Dann habe ich gesagt, what the fuck? Ja, weil für ihn war Sushi automatisch, muss das eine chinesische Frau sein. Dann habe ich gesagt, sorry to disappoint you. Und da geht's wieder los mit der Zensur. Ich habe was viel Schlimmeres gesagt, geschrieben und deswegen wurde ich auch gebannt. Alter! Aber wie kann man denn Leute aus seinen Spielen bannen in Among Us? Wenn du der Host bist, kannst du bannen. Ach was. Das geht wirklich. Ich habe auch schon, als ich mal auch eine öffentliche Partie hatte, gebannt, weil da einer am Hacken war. Während einer ejected wurde, konnte der sogar schon auf den Emergency-Button drücken. Ja, ich erinnere mich. Hast du ja erzählt, dass der nach ein paar Sekunden irgendwie schon alle wusste. Mhm. Also du kannst mal als Host kannst du bannen. Und als Nicht-Host gibt es aber auch ein ähnliches Tool. Da kannst du rein theoretisch darüber abstimmen lassen, ob einer gekickt wird. Und wenn da das Mehrheitsprinzip auch Kick wählt, dann hat das nichts mit dem Voting zu tun, sondern dann wird der auch komplett aus der Lobby geschmissen. Ah. Hatten wir auch schon so Fälle. Ah, gerade mal so nebenbei, als er Katharina da runtergeschmissen hat. Ich find's immer lustig, wenn die in der Ezio-Trilogie auf Italienisch geflucht haben. Weißt du, wenn du die Beschimpfungen da so ein bisschen verstehst. Mhm. Ja. Jaja. So viel Italienisch verstehe ich ja auch noch. Also ich hätte ja 2 Jahre Italienisch und habe es ein bisschen aufgefrischt auch noch, bevor ich nach... Ich bin ja so einer, der will ja dann auch sich im jeweiligen Land auch ein bisschen verständigen können. Ich meine, klar, mit Englisch kommst du überall ziemlich weit, ne? Aber das merkst du schon gleich. Einheimische haben es halt trotzdem auch so ein bisschen gern, bist denen auch gleich sympathisch. Was heißt denn so... Ey, ich soll das betätigen, dann muss mich auch dahin rennen lassen. Ich wollte jetzt diese Mission echt noch fertig machen, weil ich dachte ja eigentlich, es hört ja in der vorherigen mit auf. Aber siehst du, dann kommen wir doch auf unsere vollen 2 Stunden. Ich habe jetzt die Zeit, die wir zu spät gestartet haben, gleich wieder drinne. Ja. Läuft. Ich wollte sagen, du bist ja einigen auch schon gleich dann sympathisch, ja, weil gerade bei Serviceleistung, wenn du dich ein bisschen auch in deren Sprache ausdrücken kannst. Ja. Und ich meine, man lernt ja auch ein paar nette Leute kennen. Also so ist es ja nicht. Ich fand das nur so lustig, als ich letztes Jahr in England war. Ab 2 kannst du ja da schon in die meisten Pubs rein, gell? Ich war in einem Pub drin,
Ich bestelle erstmal so eine Kleinigkeit zum Essen. Ne? Nicht nur Bier. Und der eine kam dann irgendwie so an, der war schon, ey, 2 Uhr nachmittags, der war schon so hacke. Kommt so an, legt so seinen Arm, also das war ein Schwule, das hat man auch gemerkt, ne? Legt so seinen Arm um mir in die Schulter und sagt so, I'm really like your Angst. Ja. Das war so geil. Und dann ja, geil. bin ich nur gesagt, yeah, sorry, I don't swing that way. Geh so raus. Und das Beste war dann, habe ich mich mit Bekannten, mit denen ich ja da war, dann auf Deutsch unterhalten und dann saß, ah, the German, yeah. Und dann kam gleich nur Gesundheit, my friend. der war echt schon zu. Ich habe mich schon gewundert, wie der es überhaupt noch geschafft hatte, 2 Meter zu gehen und nicht umzufallen oder die Tür des Pubs gegen die Stirn sich zu schlagen. Das erinnert mich daran. Naja, ich bin ja gebürtiger Wolfsburger und ich habe damals zwar nicht mehr in Wolfsburg gewohnt, aber ich hatte da noch Karten für ein Spiel gegen Bayern München und an dem Tag hat Wolfsburg die Bayern doch tatsächlich mal so richtig, wir haben die nicht nur auf dem Platz gedemütigt, wir haben die sexuell missbraucht, ja. Mhm. Das Tor von Graffite, Alter, legendär. 5-1 ging es aus. Und ich weiß bis heute nicht, wie ich nach Hause gekommen bin. Nach dem Spiel. Weil da, Alter, da habe ich mir richtig einen hinter die Binde gekippt. Ach, Mann, jetzt müssen wir noch wegrennen. Eine Attentatzelle von mindestens 5 Wachen schaffen. Komm, diese Sequenz machen wir jetzt noch. Also nicht die ganze Sequenz, sondern nur diesen Missionsabschnitt mit Katharina. Weil ich will das jetzt nicht mit so einem High-Action dann einfach mittendrin unterbrechen. Das wäre auch blöd. Ja. Apropos, Fußballspiel und hier Vergewaltigung, ne? 7-1, Deutschland, Brasilien, ne? Danach war ein Tweet, der trendete, der war von Pornhub. Und dann haben sie gemeint, hört auf, das Spiel hier hochzuladen. Und das war tatsächlich zu finden, habe ich mal geguckt, unter German Gangbang Brazilian Tart. Oh! Geladen hat. Ja. So, ich muss jetzt noch hier die Zeit überstehen. Alter. Ne, aber wie war das? A hole is a hole, doesn't matter if it's cute und so. Dieser Spruch, damit kann man so schön Leute trollen im Internet, das finde ich so lustig. Oder auch, was ich halt auch genauso finde, um mal auf einen Punkt anzusprechen zu kommen, den wir ganz am Anfang erwähnt hatten, wo du dann auch manchmal gar nicht deine Meinung einfach äußern darfst im Internet, wo dann auch einer heißt, ja, bei mir ist sowas nicht, ne? Wo ich mich einfach nur mal auch ausgekotzt habe zum Thema, ja, in einigen Ländern ist jetzt Schule zu und in Deutschland ist alles auf. Und dann so sagt der eine hier dann, quit your job. Und ich habe nur gemeint, nee, ich drücke ja nur meine Meinung aus und habe dann noch so schön dazu geschrieben, it's an opinion, not a dick, don't take it so hard. Bevor wir jetzt aber zum Ende kommen, habe ich noch ein paar Klopper. Oh, jetzt kommt's. Ja, Rick hat auch mal so schön eingebracht. Aus dem Gebiet vielen Anonymen. Okay. Oh, ich muss gerade husten. Kommt mir auch entgegen. Jetzt habe ich ja gerade wieder so einen Reizhusten. Das finde ich so schlimm mitten in der Aufnahme und dann kann ich nicht unterbrechen. Oh ja, das ist. Ja, vor allem, es wird ja von vielen Leuten empfohlen. Hier, legt euch doch so eine Räuspertaste an, wo ihr dann schnell draufdrücken könnt. Ne? Alter, ich bin gerade mitten in der Action-Sequenz am Controller. Gar nicht. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ich bin mitten in der Action-Sequenz am Controller. Ich habe keine Medizin. Ich habe nur noch 2 Energiebalken. Ich muss jetzt versuchen, hier abzuhauen. Wie soll ich denn da bitte schon noch auf eine Räuspertaste drücken, ihr Nasen?
Ja, vor allem, das kommt ja manchmal so plötzlich, da kommst du nicht mehr dazu, ja, die Taste zu drücken, selbst wenn dann ein ruhiger Moment ist, ne? Da kannst du eher dann die Tonspur mit deiner Stimme dann, ja, ne? Oh. Aber das ist genauso, wie ich es eigentlich mittlerweile mit Eze gesagt habe, ich gehöre noch so zu diesen alten Riege Let's Player, die dann nicht alles so super editiert veröffentlichen. Und machen das wie Nintendo Capri Sun, da kommt alles unzensiert raus, ne? Habe ich doch gesagt, die letzte Steigerung fehlt, einfach wie Nintendo Capri Sun, der furzt ja auch in seinen Videos. Ah. Gut. Halt, einen habe ich noch. Na gut, auf. Alter. Oh Mann. Ja, ich komme in die Hölle. Wie war das? Welche Berufsgruppe war am wohlhabendsten? Den musst du erst mal verstehen. So, okay. Mit diesen geistreichen Worten verabschiede ich mich von dieser bösen Aufnahmezensur. Nein. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Danke, dass du auch dabei warst. Oh, kein Ding. Ich glaube, das letzte Mal warst du echt schon ewig. Also, wenn wir mal jetzt Stream-Highlights weglassen, auf meinem Kanal vertreten. Ewigkeiten. Ist jemand, der. Ja, jetzt geht's schon wieder los, ja. Wie bei Tom und Jerry. Ja. Also, es ist ja schon ewig her, dass du eigentlich das letzte Mal auf meinem Kanal so aktiv in einem Let's Play-Video dabei warst, wenn wir jetzt mal Highlights und Special abziehen. Ich glaube, das letzte Mal war GTA Online. 2015. Nee, das war 2013 in 2014 rein, glaube ich. Ach, stimmt. Und ich habe mit Eze noch mal eine kleine Session auf der PS4 gemacht. Sowas. Alter, guck mal, wie die Zeit vergeht. Altmann ist scheiße, da irgendwie verrennt die Zeit. Okay. Dennoch, beende ich hier an dieser Stelle erstmal die Session. Willst du noch irgendein Abschlusswort bringen? Ja, Leute, sauft nicht so viel, nur mit Kondom und lasst die Hände aus der Hose. Vom Wichsen bekommt man behaarte Hände. Ja, deswegen geht Sascha regelmäßig zur Armrasur. So. Beziehungsweise tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Oder kennst du nicht den Spruch, man wird davon auch blind, deswegen bin ich Brillenträger seit der zweiten Klasse. So. Naja, sagt dir der Brillenträger. Ja, das meine ich ja, das war ja auf mich bezogen. Ich hab keine. Früh übt sich. Okay. Aha. So, nein. Auf jeden Fall, bis denn, Leute. Jo. Alter, jetzt muss ich aber erstmal wirklich die Aufnahme wenden. Das war ja übel, was wir hier rausgehauen haben.